Today I'm turning 5 languages into 1 painting. The reason for that being that I want to take this video as a chance for you to get to know me better. I'm Holly Cerise and I want to combine my knowledge on languages with my passion that is art. Can you guess which one of these 5 languages is my mother language? Partiamo dall'italiano. Non preoccuparti di chi parla inglese, ci sono sottotitoli. In questo video unisco le 5 lingue che posso parlare in un unico dipinto. Questo accadrà più simbolicamente che figurativamente. Quello che associo dall'Italia è il bellissimo specchio d'acqua in cui mi è stato permesso di nuotare durante una vacanza nel sud Italia. Quindi iniziamo con lo sfondo del dipinto in turchese. Aggiungendo più dettagli, questo si trasformerà in un fiume con una cascata scintillante. Ora aggiungiamo un po' di verde. E adesso siamo in viaggio dall'Italia alla Francia. Ce qui m'a façonné en France, ce sont toutes les lampes chaleureuses de Paris, la ville des lumières. Ces lampadaires éclaireront ce chemin. De plus, le ciel et les nuages brillent en rose et jaune.
Nous ne devons pas oublier les étoiles brillantes. Au fait, vous souvenez-vous de mon nom de famille? C'est en français. C'est Cerise. Comme le nom que je donnerais à mon propre château. Et à quoi nous rappellent les châteaux? Eh bien, ils me rappellent des royaumes. Just like the United Kingdom. Now let's create our own with the castle Cerise in the middle of the painting. Good news, if you want to live in my kingdom, the only tax you'll ever have to pay is one subscription on this YouTube channel and a like on this video. You know very well that the person living in this pink lit up room is probably some sort of gamer girl. All gamers are welcome, and you know what? This castle kind of reminds me of the castle called Neuschwanstein in Bavaria. Bayern ist im Süden Deutschlands und falls ihr das noch nicht wusstet, wohne ich zurzeit in Deutschland. Eine meiner Lieblingsaktivitäten hier in Deutschland ist es, zu einem Teich in meiner Nähe zu gehen. Und das am liebsten abends, weil um die Uhrzeit die meisten Häschen unterwegs sind. Und ich liebe es einfach, in die Natur zu gehen und die Tiere zu beobachten. Deswegen dürfen kleine Häschen in diesem Gemälde nicht fehlen. Was ich zudem mit diesem Teich verbinde, sind all die Nächte, die ich dorthin gegangen bin und mich auf die Wiese gelegt habe und die Sterne beobachtet habe. Ich habe dort schon so viele Sternschnuppen gesehen und natürlich auch Sternbilder. Am Ende des Videos, wenn ich euch das ganze Gemälde zeige, könnt ihr ja mal gucken, ob ihr eine Sternkonstellation in meinem Bild findet. Ja, es ist eine versteckt. Aber was noch fehlt, ist der Mond, also male ich den jetzt hin. Was jetzt noch fehlt, ist etwas, wofür die Schweiz mega bekannt ist, nämlich natürlich die schöne Natur. Es ist echt krass, egal wo man ist in der Schweiz, man sieht einfach überall so schöne Natur. Darum werde ich jetzt noch ganz viel Gräser, vielleicht Bäume oder Blumen malen, wo es noch Platz hat. Vielleicht können wir ja sogar ein paar Edelweissblumen malen.
So, ich tue jetzt noch ein paar Details hinzufügen, um Glück, dass alles zusammenpasst. Castle Cerise is standing tall and strong in the twilight, surrounded by bunnies hopping around in the romantic scenery. Before the big reveal, I have two questions for you. Were you able to guess my native language? And do you have a clue about what star constellation I decided to implement in this painting? Definitely write your guesses in the comments and I will heart some of those that are correct. Thank you so much for watching. I really appreciate every single one of you guys. And here's the reveal. Ta-da! This is it. Castle Cerise. I'll definitely also add a clip of me filming it in the sunlight so you can see the colors pop. Alright, I hope to see you in the next video. Bye-bye!